Hallöchen und ich heiße euch herzlich willkommen zur nächsten Folge von FIFA 2022. Ich habe endlich einen Controller, Leute. Ich habe einen Controller. Finde ich cool, finde ich klasse, finde ich sensationell, Leute. In der Tabelle sind wir Sechster, ein Punkt. Letztens spielten wir gegen Braunschweig. Und ich würde mal vorschlagen, wir machen weiter. Ja, hin und wieder verliert sich die Verbindung vom Controller. Es kann sein, dass hin und wieder mal Controllerausfälle sind. Das Problem habe ich wieder. Auch mit diesem Controller, meine Lieben. Trainingstag. Werde ich auf jeden Fall mal machen. Wieder mal trainieren. Wir werden alles simulieren. Das reimt sich, Leute. Jawohl. Und weiter. Na bitte. Jawohl. Wir werden weitermachen. Wir werden wieder trainieren. Alles simulieren. Weiter. Wir werden auf jeden Fall einmal alles simulieren. Und dann das nächste Spiel spielen, meine Lieben. Geschäftsführer. Hallo. Ist der SC Freiburg ist daran interessiert, Liam Meyer zu kaufen? 12.700.000. Nö. Details und meine Anmerkungen finden Sie in Ihrem Ordner. Ja, wir sind ja eigentlich, hoppala, wir sind ein Manager, also, nö, ich möchte eben nicht verkaufen, Angebot blocken, Transfer Angebot blocken, abgelehnt, so, dankeschön, Liam Meyer wird nicht verkauft, nö, Liam Meyer, ah, das ist der Torschütze vom letzten Mal. Geschäftsführer, FC Elche ist daran interessiert, Leon Schumacher zu kaufen. 4.050.000. Okay, wer ist da Leon Schumacher? Lolololo. Ein Transfer. Der ist gut. Den will ich nicht verkaufen. Angebot blocken. Ich will den momentan noch nicht verkaufen, Leute. Löschen. Löschen. Dankeschön. Weiter geht's. So, und ich würde mal vorschlagen, wir machen weiter. Und spielen jetzt ein Spiel! Burnmaus, Lennart Dietrich. Mal schauen, der ist 69, also den kann ich. Ja, 2 Millionen. Verhandeln. Also wir werden einmal verhandeln, Leute. Leute, wir werden verhandeln. Ja, und das Spiel, wenn wir dann spielen, werden wir auf jeden Fall wieder Chancen zusammenschneiden. Hallo, danke, dass Sie sehr willkommen sind. Lassen Sie uns gleich loslegen, okay? Das bin ich. So, schauen wir mal. Verhandeln, verhandeln, verhandeln. Aktueller Wert, 1 Million. 2 Millionen. Neue Transfersumme. 2 Millionen 200.000. Ja, Transfersumme, Angebot absenden. Angebot absenden. Ja, es tut mir leid, aber mit weniger als 2 Millionen können wir nicht leben. Was? Wir wollen verhindern, dass diese Verhandlungen scheitern und sind bereit, die Transfersumme zu bezahlen. Jawohl! Somit haben wir ihn verkauft. 2,2 Millionen haben wir jetzt dazu bekommen, das ist gut. Das ist super, Leute. Ja, Dietrich. Lennart Dietrich, das ist ein rechter Flügelspieler mit 69er Stärke. Es gibt bessere, schätze ich mal. Ich würde mal sagen, dann werden wir den auf jeden Fall, werden wir das löschen. Und werden wir schauen, was wir da machen können. Wir spielen jetzt gegen Meppen. Meppen müssen wir steppen, Leute. Mannschaft. So, haben wir da alles? 4 für 2. Ja. Abbrechen. So, Zentrale und wir spielen gegen Meppen. Leute, wir spielen gegen Meppen. Und zwar Schulze und Ludwig sind im Sturm, Leute. Wir haben hier eine gute Mannschaft. Spielen passt. Wir müssen gewinnen, Leute. Ja, wir werden auf jeden Fall die Chancen, die sich hier vorfinden, werden wir auf jeden Fall einmal jawohl!
die Chancen, die wir vorfinden, werden wir lassen und den Rest werden wir auf jeden Fall dann schneiden. Also, Leute, schnell, 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 jawohl. Oh, aber Tor. Super. Ich trainiere hier noch vorher, bevor wir das Match loslegen. Oh, aber drin ist er. Ich finde, die Freistöße sind nicht so schlecht. Was? Der war doch genau drauf. Hallo, Masi. Dem Hasi. Ich spiele gerade Fußball. Oh, daneben. So, Versuche. Das ist der letzte Versuch jetzt. Ich will das trainieren, Leute. Passt. So, wir werden das Spiel spielen. Meine lieben Leute, wir werden das Spiel spielen. Los geht's! Ruhig ist es. Ja, jetzt ist es volle Stadion. Sehr herzlich willkommen heißen hier bei unserem heutigen hier Spiel. Im Town Park. Ich bin auch heute wieder wohl Fuß und neben mir hat der Kollege Frank Buschmann Platz genommen. Jawohl. Und heute freuen wir uns auf eine Partie aus der Liga. Wir freuen uns auf zweiter Spieltag gegen Meppen. Oh, da ist natürlich einiges drin in dieser Partie. Gegen Meppen. Also da bin ich sehr gespannt, wie sich das auf dem Rasen darstellt. Ja, ein 1:1 Unentschieden gegen Braunschweig im ersten Spiel, falls ihr das nicht gesehen habt. Ja, wir lassen das natürlich. Ich habe endlich einen Controller. Ah, jawohl. Hin und wieder gibt es einen kleinen Ausfall, wird aber dann sofort wieder verbunden. Also es kann sein, dass ja, ich hin und wieder so einfach nur dastehe. Also aber die es Richtung ist jetzt, dürfte ja bei der Formation heute klar sein. Ja, ich ganz hoffe klar, nicht. Nach vorne soll es gehen und zwar aus dem Mittelfeld. Meppen. Sollten wir schlagen? 4-2-3-1, okay, ist eine gute Taktik. Mit einer Spitze und einem offensiven Mittelfeld, Piosek. Okay, interessant. Ja, ich spiele mit der klaren, also mit der, irgendwie mit der, einer Standardaufstellung von 4-4-2. So spielt County heute. Im Tor ist Schinkel. Ja, da sehen wir ein 4-4-2. Der Meier. Auch noch. Zwei Viererketten und vorne zwei. Und ich da, Horst die Horst, Manager. Ja, yeah. Leute. Ludwig und Schulze in der Spitze. Flügel haben wir. Zwei Flügel. Nelson und Meier. Okay. Der Fußball ist und bleibt. Ja, sollten wir auch manchmal über die Flügel spielen. Nicht nur in Europa, überall auf Meppen. Und es macht Spaß, das mit der Gegner. Es macht Spaß, die Fans zu erleben. Wahnsinn, super Spiel, Leute. FIFA ist genial. Es ist einfach ein super Spiel. Kann man machen, was man will. Das reimt sich. So, und es geht los. Los geht's. Und jetzt geht's los. Der Schiedsrichter pfeift die ersten 45 Minuten an. Oh, 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 oh. Super, und die erste Chance. Und die erste Chance. Warum schießt er nicht? Erste Chance für Horsti United. Ja, wir spielen in Liga 3. Ich meine, das habt ihr wahrscheinlich schon gesehen. Er hat den Ball. Gutes Tackling. War kein Foul. Ball gespielt. Da kommt der Pass, aber gut aufgepasst. Ja, im Moment spiele ich noch Halbprofi, aber wenn ich mich ein bisschen eingespielt habe, kommt dann. Kommt dann den und Profi. Damit ist der Ball weg. Also Profi-Schwierigkeitsgrad. So, Leute. Schumacher. Da ist der Schumacher. Stein. Ich muss die Mannschaft erst kennenlernen. County in der Vorwärtsbewegung. Er geht schön dazwischen. Schussversuch. Und Schussstange. Riesenchance. Meine Lieben. Ja, Verbindung ist zum Beispiel jetzt verloren gegangen. Und jetzt ist es wieder dabei. Also ihr seht, hin und wieder geht die Verbindung verloren. Vom Controller. Ja, könnte was werden. Komm doch! Schönes Zuspiel! Kein Tor! Wow. Das war eigentlich alles, ja, das war der Verbindung zu verdanken. Dankeschön, Controller. Aber wir müssen weiter aufs erste Wahnsinn. Tor warten.
Ja, hier. Ja, jetzt da verbindet. Ja, es ist total schräg, das mit dem Controller hier jetzt. Ja, es geht nicht, Leute. Das ist schrecklich. Stark gemacht, das könnte was werden. Drüber, Buschi. Ja, was soll denn das jetzt? Das wäre ein sehenswerter Treffer gewesen. Vielleicht hat er sogar ein bisschen zu viel Kraft reingelegt in diesen Schuss. Endlich wieder die Verbindung gefunden. Jetzt wieder nicht. Ja, es ist einfach. Das Pressing jetzt. Leute, das geht ja gar nicht. Das ist unmöglich. Das Tor. Ja, da waren sie erfolgreich. Das war heute das erste Tor. Ja, danke schön, liebe Verbindung. Ja, es geht die ganze Zeit jetzt schon nicht. Es ist total mühsam. Da ist ein teurer Ballverlust. Ja, kann ich nichts machen. Was soll ich machen? Kommt die Chance überhaupt erst zustande und so fällt dann auch das Tor. Trainer wird sauer sein. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Sie sind jetzt gerade doch aber ziemlich jetzt passiv und haben hinten jede Menge Beton verbaut. Oh, gute Den Chance wieder. Ganz locker. 1:0 gegen Meppen hinten. Was soll das? Meier. Die Chance. Flache Flanke jetzt. Spielt den Ball. Könnte der Ausgleich werden. Sehr gut gemacht, Abwehrspieler. Das wäre gefährlich. Gute Chance geworden. Von Werner. Gute Chance. War aber sogar noch mehr drin. Ja, einfach volle Lotte drauf. Wir müssen ausgleichen, das war nicht Leute. Die ideale Option. Komm, schieß doch aus, Tormann. Sie gehen dazwischen. Ja, ist schon wieder Ausfall gewesen. Nachspielzeit, 1 Minute. Komm. Der geht nicht rein, jetzt vielleicht. Boah. Ecke jetzt. Vielleicht können Sie die Führung. Die sind gut. Komm. Aufpassen, Leute. Der Ball kommt rein. Da sind Sie immer noch sehr gefährlich. Achtung jetzt. Jetzt aber. War jetzt pfeift da ab, bitte. Das gibt schon nicht. Beide Teams noch. Leute. Alle Chancen. Es steht 1:0. Ja, das mit der Verbindung vom Controller ist ja schrottenextrem. Also, das ist ja Wahnsinn. Rückstand für County. Weiter geht es hier. Wir gehen hinein in den zweiten Durchgang. So, schauen wir mal. Ja, und wenn der Controller mal geht und keinen Ausfall hat, dann schaffe ich. Bring ich einfach nichts mit zusammen, Leute. Richtung gegnerisches Tor. Das ist doch logisch. Aber jetzt, jawohl! Guter Vorstoß da jetzt. Wird das jetzt gefährlich? Ziel ja, und da ist es! Der Ausgleich! Nelson! Gleich da aus zum 1:1. Na Gott sei Dank, Leute. Na bitte. Tolles Tor. Ein schönes Tor. Sagen, eine unglaubliche Wucht hinter diesem Ball. Aber das Ding ist nicht so wunderschön. Boah, ins lange Eck. Nelson. Locht ein. Na kommt's, Leute. 1:1, wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Ja, könnte was werden. Aber jetzt. So fangen Sie den Angriff früher ab. Sehr gut. Werner. So, bauen wir mal ordentlich Schumacher. Kraft auf.
der bessere Ballbesitzwert bei County. Aber das Ergebnis zeigt, sie machen zu wenig draus, viel zu wenig, nur unentschieden. Und jetzt! Und das kann ihnen nicht reichen. Super Chance! Kein Problem für den Torhüter. Nächste Chance für Hoste United. Oh, da hat er aber viel riskiert, Leute. Fairer Einsatz hier. Jetzt aber wunderschön. Macht er das Tor. Der macht nicht macht das Tor. Hätte er passen müssen. Riesenchance auf die Führung. Jawohl. Ecke, jetzt geht's los, Leute. Da kommt die Ecke. Guter Kopfball, aber zu schwach, zu schwach. Mühelos. So, 60 Minuten sind gespielt und ich wechsle mal. Wer kommt da mal rein? Wer schaut einmal am schlechtesten aus, würde ich einmal sagen. Also ich würde einmal sagen, wir werden... Es sind alle so gut. Aber wir werden einmal einen Mittelstürmer, und zwar in Lang, werden wir reingeben. Gechter. Innenverteidiger, Gechter, der darf spielen, Leute. Statt Schumacher, ja. Ich weiß, Gechter ist nicht so gut. Aber, ja. Aber er ist neu, ich möchte ihn aufbauen. Er kann es machen. Oh, Schuss, und da ist das 2:1 Tor. Und jetzt liegen sie hier vorne. 2:1 für Hoste United. Schubert, der Torschütze. Jawohl. Meine Lieben, das war ein schönes Tor. Die erste Chance ist noch klasse pariert. Aber dann die nächste Chance. Na bitte. Ja, gegen Meppen sollten wir gewinnen. Meppen sollten wir steppen. Super, Leute. Wahnsinn, da ja, da freut sich auch der Spielfeldrand. Sie liegen Trainer! Und es sieht gut aus. Jetzt kommt der Jetzt neue kommt der Wechsel. Spieler, jawohl! Mal, wie er sich einfügt. Der neue Gechter, der Jungspund. Er ist gekommen, ein ganz junger Spieler. Ich glaube, der Aktuelle ist erst 17 Spielstand Jahre. Jetzt also 2:1. Klasse ja, Zuspiel. Wieder ein super Zuspiel! Und jetzt! Sie können nichts aus dieser Szene machen. Jetzt bitte kein Gegentor kriegen. Das könnte vielleicht was werden. Jawohl, und nee, zurück zum Tormann. Und der Chance wird doch nichts. Und jetzt Ausschuss. Ist der Gegner am Ball. Noch sind hier 20 Minuten zu absolvieren. Und aufgepasst, Schinkel mit einer Parade. Ausgleichschance, Käuper. Hechtsprung, Buschi. Klasse ein, Aktion. Eine Glanzparade. Applaus. Eine schöne Chance, das lassen wir natürlich, Leute, logisch. Ja, unglaublich, aber wahr. Leute, komm, los geht's, Gemma. Zack. Jetzt kommt die Ecke. Gefährlich jetzt. Aufgepasst. Nein, nein, nein. Wunderbar, Ausgleich. Wie er diesen Volley getroffen hat. Absolutes 2:2 Ausgleich. Krüger. Schade, schade, schade. Hier ist dieses Tor nochmal. Das schauen wir uns trotzdem nochmal an, weil das war wirklich wunderschön. Mit dem Halbvolley. Wir kommen Ball, den Ball nicht weg. Kurz auf und dann abgezogen. Ja, sehenswert. Ja, ich muss mich erst einspielen, Leute. Es tut mir leid, ich meine, wir haben jetzt das zweite Spiel jetzt. Ich muss mich erst einspielen, ein bisschen ja, einspielen. Spielfeldrand wird jetzt natürlich überlegt, müssen wir was ändern? Vielleicht eine Umstellung? Spiel lief ja eigentlich so, gut, aber und es geht weiter. Dieser Ausgleich verändert die Partie. Na, ja, ist ein gefährlicher aufgepasst. Steinball. Ja, aufgepasst. Das gibt's nicht. Ist der heute gut drauf? Das ist ja sensationell. Bist du narrisch, die sind den gut. Hält keiner. Der macht da vorne, was er will. Auch 3:2. Ich glaub's nicht. Das ist heftig.
Ja, die sind nicht schlecht. Des Treffers. Wir sehen zunächst mal diese klasse Parade und dann haben sie eben Pech, dass der Ball zurückkommt. Ja, er war einfach sehr gut. Und dann fällt das Tor. So, jetzt müssen wir die letzte Viertelstunde unbedingt noch aufdrehen. Lässt sich einfach abhängen. Super, wow. Das wäre es gewesen wahrscheinlich, Leute. Das gibt es nicht. Schöner Schuss und war eine schöne Parade. Jetzt soll die Führung verteidigt werden. Ein Wechsel gibt es. Blacher kommt für FC. Okay. Ecke kommt rein. Schulze mit dem Kopf. Die Kopfballchance ist nicht schlecht, aber sie machen genau im richtigen Moment zu. Ja, und dann kannst du den Ball ja gar nicht besser aufs Tor bringen. Ja, achso, es gab wieder einen Wechsel. Blaso, das war ja schon Blacher gegen FCF. Na, schieß aus doch mal. 6 Minuten haben wir hier noch. Ja, jetzt hängt's wieder. Super Aktion, ja, mach doch. Das gibt's ja nicht, Leute. Schuss! Also Leute, ich glaub's einfach nicht. Also es mit dem Controller funktioniert überhaupt nicht. Momentan, es geht eine Zeit und dann auf einmal wieder komplett Ausfall. Die Ecke kommt rein. Werner. Ein Angriff ist noch drin, jetzt oder nie, sie können den Ausgleich schaffen. Da ist er. Sie haben es geschafft. Und da ist der Ausgleich. Boah. Wahnsinn, Torschütze, wer war's? Ludwig! Wir schauen nochmal auf die Wiederholung. Da setzt er sich durch. Boah, na wenigstens noch ein Punkt gerettet, Leute. Ja, in der Tat, viel zu schnell. Ja, das Spiel ist vorbei. Auch noch effizient. Ludwig trifft in den letzten Sekunden und das Spiel ist vorbei. Leider wieder ein Unentschieden. Ah, und ich glaube, mit diesem Unentschieden können Sie nicht zufrieden sein. Sie wollten ja, dank dem Controller. Controller sei Dank. Das war heute eine überragende. Ja, ich kann nichts dafür. Ich weiß nicht, was da los ist. Ich verstehe es einfach nicht. Ist doof gelaufen. Ja, aber 3:3. Wenigstens einen Punkt im zweiten Spiel, meine Lieben. Ja. Meppen gegen Horst United. 3:3. Leider das weiterhin sieglos. Zu schnell. Ich wollte bei den anderen Games auch anschauen. Interview. Danke, dass Sie direkt nach dem Schlusspfiff zu uns rübergekommen sind. Ja, servus. Sie konnten in den letzten 5 Minuten noch den Ausgleich machen. Dieses Remis ist also durchaus glücklich, oder? Ja, es ist schon glücklich irgendwie. Ein glückliches Remis, oder das Remis ist absolut verdient. Jawohl, den Punkt haben wir absolut verdient. Okay, der Ausgleich kam zwar spät, aber wir haben uns dieses Ergebnis hart erarbeitet. Ja. Schwieriges Spiel heute. Waren Sie überrascht, wie gut es von Metten heute war? Ja, ehrlich schon. Ja, die waren wirklich gut. Ja, sie waren besser. Daraus werden wir lernen. Besser oder schlechter, was... daraus werden wir lernen. Das war heute nicht unsere Bestleistung, aber daraus werden wir jetzt lernen. Nächstes Mal werden wir ganz anders auftreten, hoffentlich. Schumacher ist der Schlüsselspieler. Hätte Schumacher mehr einen besseren Resultat verhelfen können, wenn er mehr Spielzeit gehabt hätte. Er muss mich überzeugen. Ich trage die Verantwortung, ja. Ich trage die Verantwortung. Letztlich bestimme ich, mit welcher Taktik wir antreten. Ich muss die schweren Entscheidungen treffen. Von daher habe ich heute eine wichtige Erkenntnis gewonnen. Danke für diese kurzen Aussagen. Ja, keine weiteren Fragen. Tschüss. Ja, bitter. Wir hatten sogar 2:1 geführt, Leute. War einfach bitter. Ja, somit leider Gottes sind wir 9. Das ist natürlich ganz bitter. Ja, wir sind leider Gottes ausgewechselter Schumacher verlässt Stadion frühzeitig. Was? Der war doch eh so gut, aber ich habe doch auch natürlich Ersatz reingeben müssen. Die wollen auch spielen. Das sind ja diese Egoisten. Das sind diese Egoisten, die... Ja, ich möchte nur spielen die ganze Zeit. Die anderen müssen auch irgendwie Chancen bekommen. So. Ja, meine lieben Leute von heute. Dann würde ich mal sagen... Schauen wir mal ins Büro, da haben wir 2 Nachrichten, oder?
Ja, Geschäftsführer, Trainer, Sie finden weiter unten eine Liste von Spielern, über die wir weitere Informationen haben. Je mehr Zeit wir mit den Jungs verbringen, desto besser können wir ihre Stärken und Schwächen einschätzen. Diese Berichte wurden aktualisiert. Name Eneme Dembo, Eden Merlin und Vincent Nis. Zur Jugendakademie. Ja, kann ich schon wieder nicht gehen. Gut. Nis mit Dembo Entwicklung. 54, 53, 17-jährige, 16-jährige, 44. Ich würde mal sagen, wir werden da schon ein bisschen einmal herumtun. Dembo, Merlin. Okay, Dembo. Dembo, Merlin. Schauen wir mal. Entwicklungsplan. Schauen wir mal den Entwicklungsplan von ihm an, von Merlin. 52er Stärke. Ausgeglichen, würde ich sagen, ja. Gut. Tempo 66. Ja, das war's eigentlich. Lassen wir das. Und wir werden einmal zurückgehen. Da, ja. Gut, meine Lieben. Büro 1. Was haben wir da noch? Ausgaben 2, Einnahmen. Also wir haben, was haben wir da eigentlich jetzt? Vereinswert, okay, da sehe ich, blicke ich im Moment noch nicht ganz durch. Meine Lieben, das war's aber mit dieser Folge. Schumacher hat Probleme. Hallo Boss, ich muss es leider so hart sagen, ausgewechselt zu werden ist immer ein herber Dämpfer. Aber wenn sie mich im letzten Spiel nicht rausgenommen hätten, wäre mehr als ein Remis rachbar gewesen. Ich hätte genau die Chancen rausgeholt, die uns den Sieg gebracht hätte. Tja, wir werden es nie erfahren, oder? Zwei Zähler verschenkt. Du bist ein bisschen, ich würde mal sagen, ein bisschen doof. Nächstes Mal holen wir den Sieg, deine Fitness ist sehr wichtig. Du musst dir deine Kräfte einteilen. Ja. Ja, es gibt noch andere wichtige Faktoren als deine Emotionen. Fußball ist ein Mannschaftssport, vertrau mir einfach. Ich wähle genau die Entscheidungen, die uns allen am meisten helfen. Wir ziehen alle an einem Strang. Es geht hier nicht nur um dich. Jawohl, das stimmt eigentlich. Jurado, was hat denn der Jurado für uns? Jurado, davon habe ich geträumt. Danke, dass ich deine Profis... Okay. Ja, da haben wir eigentlich nichts mehr. Gut. Meine Lieben, das war's. Im Büro sind keine Nachrichten mehr und ich beende diese Folge. Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Keine Ahnung, gegen wen es dann geht. Das werde ich dann nachher schauen in der nächsten Folge. Und ich sage Dankeschön, Game Over und Ciao.